Hey Freaks and Friends und willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal. Zurück zu einem neuen Video von und mit mir. Mein Name ist Peggy. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen in meiner eigentlich bunten in die Make-up-Höhle. Aber heute habe ich mich mal in ein anderes Gebiet mal wieder gewagt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Lass dich überraschen. Let's go. Worum geht es? Ihr habt es gelesen. Es geht um mal wieder ein Full-Face mit Purish-Produkten. Da gibt es ja schon seit Jahren Bestseller, die mich in meinem Beauty-Alltag begleiten. Und diese Black We-Kampagne, die jetzt gerade in diesem Moment läuft, ist einfach ein schöner Anreiz, mal wieder zu schauen, was ist denn alles so in meinen Schubladen? Wo löst sich mein Herz einfach nicht von, weil es einfach ein absoluter Favorit ist? Was ist neu auf den Markt gekommen, beziehungsweise bei Purish eingezogen? Was kann ich dir präsentieren? Und all das zusammen ergibt dem halt ein wunderschönes Videoformat, wie ich finde. Fangen wir mal an mit den Facts am Anfang. Purish befindet sich mitten in den Black Week-Kampagnen, beziehungsweise Singles Day war jetzt. Und jetzt geht das munter weiter. Das bedeutet für dich, bis zum 9.12. um 12 Uhr kannst du in diesen Black Week-Kampagnen bis zu 70% sparen. Schau dich da einfach mal im Shop um. Du benötigst keinen Code mehr, um den vollen Rabatt ausschöpfen zu können auf die Deals. Einfach mal auf die Seite gucken. Und wenn du Bock hast, mich zu unterstützen, dann kannst du super gerne über den Link unten, den ich dir in der Infobox lasse, deine Einkäufe tätigen. Dann wird mir eine Provision zugeschrieben. Darüber freue ich mich natürlich. Ist aber kein Muss. Betrachte das hier einfach als Angebot, als Inspiration für dich und mach dir eine schöne Zeit mit diesem Video. Ich hoffe, dass ich dich wie immer aufmuntern kann, inspirieren kann, einen tollen Look zu kreieren. Und ich denke, ich habe mir hier schöne Schätze überlegt, die ich dir jetzt gerne zeigen möchte in einem Full Face. Und ich würde schon sagen, es geht in Richtung Weihnachtszeit, ein bisschen mehr Glamour. Ich habe mir ein paar andere Farben ausgesucht, als die, die du sonst so siehst auf diesem Kanal. Und deswegen wünsche ich dir jetzt schon an dieser Stelle ganz viel Spaß mit diesem Video. Wir können anfangen. Alle wichtigen Informationen habe ich dir gegeben. Lehn dich zurück und viel Spaß beim Zusehen. Let's go. Okay, ihr Lieben, seht es mir bitte nach, dass ich einen Bonbon im Mund habe. Ich muss das noch einfach so machen, um meine Stimme noch so sanft wie möglich zu begleiten, bis ich dann endlich mal wieder komplett gesund bin. Bleibt abzuwarten, wie viele Jahre das noch dauert. Bevor wir jetzt mit der Base starten, würde ich sagen, lassen wir erstmal unseren Primer in Ruhe einziehen. Und welchen nehme ich dann natürlich in diesem Video? Na klar, den Nabla Angel Aura. Seit Jahren, seitdem es dieses Produkt gibt, ist das mein liebster Primer in Verbindung mit Nabla und Purish. Wenn man mich nachts wecken würde und mich fragen würde, na Peggy, dein liebster Primer von Purish, würde ich sofort hochschrecken und sagen, nee, klar, der Angel Aura. Und nach all dieser Zeit funktioniert er immer noch so tadellos. Das ist für mich auch so ein Zeichen der Produktqualität einfach, ja. Dann geht es hier um das Nabla Viper Delicious Lip Kit. Ich finde, das ist eine ganz tolle Geschenkidee für Menschen, die eben halt sowas sehr gerne verwenden, ne? Hier hast du 4 kleine Lippenmasken drin, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel die Originalgröße, die Original Viper Lip Mask. Und die ist, ich würde sagen, doppelt so groß wie diese kleinen Mini-Proben. Ich nenne sie jetzt mal Proben. Es sind aber an sich keine Proben, sondern einfach nur kleine Nachkömmlinge der großen Original Viper Lip Mask. Das Original-Tiegelchen riecht so nach Erdbeer. Super lecker. Die stehen in Qualität nichts nach, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Haben einfach nur andere Düfte. Das hier oben ist Orchidee. Das riecht leicht blumig frisch. Das ist Kokosnuss. Riecht wirklich intensiv nach Kokosnuss. Aprikose bzw. Pfirsich. Und hier unten hast du Cookie. Und das riecht wirklich richtig nussig nach Gebäck. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, so ein hübsches kleines Geschenk unter den Weihnachtsbaum zu packen. Oder du entscheidest dich für eins von den Lipölen. Und die kann ich dir echt nur wärmstens empfehlen, ne? Ich habe die jetzt die letzten Tage ausprobiert, außer Honey. Das ist einfach nicht so mein Duft. Das ist ein gelbes Flakon. So sieht die Originalverpackung im Übrigen aus. So ein Hartpappkarton quasi. Und da sind die Nabla Lip Candy Oils drin. Die zwei möchte ich dir aber ans Herz legen, weil mich da einfach auch der Duft gecatcht hat. Die Performance von dem Honey wird ähnlich sein. Es sind alle eben halt diese Nabla Lip Candy Oils. Das hier riecht nach Traube, ist aber doch schon hochgradig süß und riecht recht künstlich nach Traube. Das hier ist noch nahezu
identisch zum natürlichen Duft von Litschi. Aber ihr habt bestimmt schon alle mal so diesen Litschi-Saft probiert aus diesen Dosen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber genau so riecht dieses Lippenöl. Und wenn ihr das auftragt, dann habt ihr so ein intensiv pflegendes Öl auf den Lippen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe diese Dinger. Ich bin ja für Lippenöle sowieso zu haben. Und wenn die dann auch noch so lecker riechen, nicht kleben und wirklich eure Lippen umhüllen und eintauchen in so ein Pflegeölbad, drehe ich komplett durch. Der Primer ist eingezogen und wir gehen weiter vor mit der Base. Und zwar habe ich hier einen Sponge. Den sprühe ich mir ein mit meinem LH Cosmetics Prep and Fine Spray. Das ist so ein Standard-Spray, was du für vielerlei Dinge nehmen kannst. Hier sind jetzt ein paar Fusseln dran. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt an dem Sponge. Und ich habe eine Foundation rausgesucht, Entschuldigung, die relativ günstig ist, aber sehr gut performt. Die Revolution Skin Silk gibt es schon eine ganze Weile. Ich hoffe, die gibt es jetzt gerade immer noch. Die F6. Ich habe jetzt nicht geguckt, was ist in den Black Week Angeboten mit drin und was nicht. Weil ich einfach denke, dass man auch mal alte Schätze wieder rausholen kann und euch hier so viel Abwechslung wie möglich bieten kann. Das ein oder andere Produkt wird mit Sicherheit rabattiert sein. Deswegen seht es mir nach, dass ich hier so in meine Purist-Schublade geguckt habe und mir gedacht habe, ey, das möchte ich heute einfach mal wieder verwenden und zeigen, weil ich davon eben halt einfach überzeugt bin. Das ist die Konsistenz der Foundation. Wenn man es jetzt eine Weile beobachten würde, dann läuft es langsam runter. Es ist aber nicht zu flüssig. Das wollte ich eigentlich damit demonstrieren. Und dieses Skin Silk riecht erstmal angenehm frisch. Ich mag diesen Duft. Leicht Hautpflegecreme-artig. Concealer habe ich mich für den Nabla Regeneration Concealer entschieden, mit dem schönen, soften Schaumapplikator vorne dran. In der Farbe Light Ivory, das drehst du hier quasi so hoch und dann schiebt die Pumpe das Produkt in den Schwammapplikator rein. Und damit kannst du dir dann ganz easy die Produktmenge hier auftragen und dann den Concealer halt einarbeiten, ne? Okay, ihr Lieben, bevor ich euch näher ranhole, möchte ich die Leistung des Nabla Powders ausprobieren. Das ist ja das neue, dieses, wie heißt denn das eigentlich? In der Farbe Translucent Blotting and Setting Powder mit einem durchsichtigen matten Finish. Also ein kaum sichtbares mattes Finish. Warum ich das jetzt erst verwenden möchte, ist, ich bin gerade mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden an den Augen. Irgendwas hat sich da nicht gut vertragen. Vielleicht sind die Produkte auch schon zu alt. Also der Concealer, ich weiß es nicht. Deswegen möchte ich jetzt mal gucken, was das Puder kann. In dem Puder mit drin ist ein kleiner Powderpuff. Und den kannst du dir über deine Finger stülpen. Und dann hast du hier vorne so eine schöne Puderquaste und kannst damit toll arbeiten. Mit der Performance der Foundation bin ich eigentlich zufrieden. Aber der Concealer hat jetzt hier irgendwie dazu geführt, dass sich hier so ein paar Stellen abgepellt haben. Vielleicht könnt ihr das gar nicht so sehen hinter der Kamera. Ich kenne aber ein schöneres Ergebnis sonst, auch von diesen Produkten. Close-Up Blotting Pressed Powder. So sieht es aus. Und wenn du das aufmachst, dann hast du halt hier das Puder, Translucent, mit einem kleinen Spiegel. Und das verwende ich jetzt direkt mal mit der Puderquaste. Gehe hier vorsichtig rein, dippe hier unter meine Augen und dann vergleichen wir die beiden Seiten mal, was das Puder so kann. Vielleicht kannst du das jetzt hier ein bisschen verschönern, was sich jetzt hier gerade so abspielt. Dieses Abpellen. Wenn es eins gibt, was ich überhaupt nicht leiden kann, dann sowas. Dann presse ich mir das hier oben rein. Da, wo ich eben halt große Poren habe, ne? Die ich halt ein bisschen verdecken möchte. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Das sehe ich schon. Richtig cool. Ich mache das hier. Vorderen Wangenbereich. Blurring Powder. Dieser Effekt, der ist wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Seite ist jetzt geblurrt und die noch nicht. Also das Ergebnis gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr wisst, was jetzt kommt. LH Cosmetics, der Bronzer, Infinity Bronzer in der Farbe Beyond. Seitdem es ihn gibt,
Mein Holy Grail. Ich hätte jetzt auch von Nabla was nehmen können. Das Skin Bronzing, das ist ähnlich von der Performance her. Aber das ist eben halt hier das Produkt, was in meiner Beauty Bag ist. Das heißt, das benutze ich eben halt auch wirklich im Alltag. Jeden verdammten Tag. Und seitdem dieses Ding rausgekommen ist, lebt er halt immer noch. Daran siehst du halt auch, wie unglaublich ergiebig diese Produkte sind. Und ich liebe einfach die Performance. Der verträgt sich mit allem. Sieht immer schön leicht glowy aus. Und verzaubert einfach mein Gesicht in ein etwas gesünderes Gesicht. Womit ich ja sonst nicht so gesegnet bin, einfach vom Hautton her, den ich halt habe. Augenbrauen ganz fix mache ich jetzt hinter der Kamera. Einer meiner liebsten günstigen Pencil, muss man wirklich sagen, Catrice Slimatic Ultra Precise. Einmal mit einer Spuli-Bürste hinten dran und dann mit dem Farbstift hinten. Espresso und eines meiner liebsten Augenbrauengeler von Purish Dominique Cosmetics, dieses Brow Blowout Shaping Gel. Wir kommen zu den Augen. Und zwar habe ich euch vor kurzem schon angeteasert, dass Misauda eine neue Palette rausgehauen hat und die auch zu Purish kommt. Die Archetype Misauda Palette. Habe ich euch schon mal ganz kurz gezeigt, auch die Farben. Und ich zeige sie euch jetzt nochmal, natürlich weil wir sie verwenden, aber weil ich euch nochmal zeigen möchte, an welche Palette die mich eben halt erinnert. Ihr habt hier 12 Shades drin. Bei Huda Beauty sind es ein paar mehr, da sind es 18 Shades. Aber schaut euch mal bitte an. Ich finde, das ist eindeutig dieselbe Color Story. Also es ist kein Dupe, aber es ist definitiv der gleiche Vibe. Also man sieht eindeutig, dass Misauda vorhatte, in diese Richtung definitiv zu gehen. Oder was meint ihr? Ihr habt hier bei dieser Archetype Palette verschiedene Shades und Formulierungen. Ich gucke hier gerade mal. Ihr habt auf jeden Fall matte Shades, das seht ihr ja. Ihr habt aber auch Shimmer Shades. Und ihr habt auch solche, Special Effects, sage ich es mal so, ne? Weil ihr ja seht, ihr habt solche marmorierten Marble Shades, kann man die so nennen? Guckt mal, der hier unten zum Beispiel. Hier steht eben halt einfach nur, dass es einen Special Shimmer Effekt hat. Das hier ist sogar ein Duochrome, genau. Black und Grey Shimmer enthält der. Liebe ich ja, wenn auch mal ein bisschen was Special drin ist, so in Richtung Duochrome. Der Rest ist normal Schimmer mit speziellen Effekten, aber so steht es hier jedenfalls. Aurora ist ein Hybridschimmer. Das ist der. Der sieht auch leicht creamy aus, wenn ihr mal guckt. Ne? Der sieht nicht so trocken aus wie zum Beispiel dieser Schimmerton. Und das testen wir jetzt einfach mal. Ich gehe hier einfach mal rein und man sieht auch, dass Aurora so leichte einzelne Schimmerpartikel noch so mit drin hat. Der ist auf jeden Fall unglaublich rich. Wir gucken uns den jetzt einfach mal direkt hier an im Swatch. Ich war da noch nicht drin. Guckt mal, richtig schön foliert, ne? Der sieht toll aus. Richtig schön. Wir gucken uns auch mal diesen Duochrome an. Anchester, oder wie der heißt? Anchester. Also die fühlen sich schon sehr gut an, wenn man da reingeht. Das soll jetzt hier ein Duochrome sein. Der fühlt sich auf jeden Fall an wie ein Cream-Lidschatten. Der ist sehr Powder to Cream, aber doch eher Cream auf der Cream-Seite. Nicht trocken. Schön, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch ohne Glitter Primer. Ne? Der haftet sehr, sehr gut. Der ist schön buttery. Ich sehe bloß nur relativ wenig den Duochrome-Effekt, muss ich sagen. Hier steht, es ist ein Black and Grey. Für mich könnte das jetzt auch bloß ein einfacher Schimmer-Shade sein in einem Taupe. Ja, der hat leichte Schimmerpartikel drin, aber der hat der ja auch. Ja, weiß nicht, ob ihr das anders seht. Ist jetzt jedenfalls erstmal so mein Empfinden und meine Assoziation, wenn ich das Wort Duochrome höre, ne? Genau. Aber die Farbstory ist sehr schön und ich habe auch darum gebeten, dass ich die Palette bekomme, weil ich die eben halt heute in dieses Video unbedingt einbauen wollte. Als Grundlage für unsere wunderschönen Cupids Holidays Sets von Nabla. Und die gucken wir uns auch nochmal ganz in Ruhe an. Da gibt es nämlich drei verschiedene Ausführungen. Du hast hier einmal Firework, etwas rötlicher und wärmer, würde ich sagen. Dann hast du etwas Neutrales, Opal Nude, alltagstauglich, definitiv, aber auch festlich, durch so einen Hauch Schimmer, der damit schwingt. Und jetzt kommen wir zu meinem liebsten Set, Icy Moon heißt das. Und die zeige ich dir jetzt nochmal
ganz entspannt. Jeder Shade geswatcht für dich. Und dann würde ich sagen, machen wir einen richtig tollen Look aus diesen Produkten, die ich dir gerade gezeigt habe. Wir fangen mal an mit dem Opal Nude Set. Also erstmal finde ich das super schön eingepackt. Das sieht aus wie so ein kleines süßes Geschenk, was du an den Weihnachtsbaum baumeln kannst. Dann ziehst du das einfach so auf, die Verpackung. Und dann ist die offen und dann hast du eben halt dieses Dreier-Set dieser wunderschönen Cupids. Ich liebe die ja. Das sind hochpigmentierte Kajalstifte. Du kannst sie aber eben halt auch als Eyeshadow-Stick bezeichnen. Und diese drei Shades, die swatche ich dir jetzt mal. Und dann kannst du dich von der Performance der Cupids mal überzeugen. Das ist der Shade Arrow 2, also Hashtag Arrow 2. Hier kommt der Arrow Shine Stick, also die haben Schimmeranteile, wenn die so bezeichnet sind, in der Farbe Opal Nude. Und der letzte in diesem Bund ist der Arrow Shine Stick Mirror. Und warum der Mirror heißt, können wir uns, glaube ich, jetzt schon erklären, ne? Wow, ein richtig schönes Opal Nude Set. Perfekt für den Alltag, aber ein Hauch Festlichkeit schwingt mit durch die Schein- und Schimmereffekte, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut. Den Ton könnte ich mir auch ganz wunderbar auf den Lippen vorstellen. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem Fireworks Set, was ja etwas rötlicher ist. Auch hier fangen wir an mit dem dunkelsten Ton. Das ist Arrow Hashtag 7 Maroon. Im direkten Vergleich für euch, hier seht ihr deutlich, was ich meine mit es ist wärmer und rötlicher. Es ist trotzdem ein Braun irgendwie. Ah, auch die Performance, ja, die sind so gut pigmentiert. Damit macht Make-up einfach richtig Spaß. Und die sind auch ganz gut wisch- und wasserfest. Also da hast du wirklich lange dran Freude. Der nächste im Set ist auch wieder ein Shine-Stick in der Farbe Flame. Ich würde sagen, das ist so ein Rosé Pink Gold Peach. Auch richtig klasse, ja. Ich glaube, diese Farbe finde ich aus dem Set am schönsten. Ich bin ja nicht so diese Maus, die rote, warme Töne mag. Dieser Shade ist auch ein Shine Stick und heißt Bewitched. Und guck mal, wie der aussieht. Das ist so ein Flip irgendwie aus Lila und Blau. Ja, das ist eine Top-Farbe. Die könnte ich mir so einzeln auf dem Lid als Lidschattenfarbe vorstellen. Wir kommen zu meinem liebsten Set, Icy Moon. Da fangen wir natürlich auch wieder mit dem dunkelsten Ton an. Und das ist der Standard Cupid's Arrow in der Farbe Hashtag Fierce. Einfach nur in Schwarz. Den gibt es ja schon im Standardsortiment. Aber Nabla schaut eben halt immer, dass sie diese Cupid's-Reihe ergänzen durch neue Shades, die es noch nicht gibt. Weil die eben halt einfach so gut laufen. Guckt euch das mal bitte an. Da brauchst du keine anderen Kajalstifte mehr. Wieder zwei Shine Sticks. Genau, in jedem Set ist also ein Matter und zwei Shine Sticks dabei. Wir machen weiter mit Everglow. Everglow ist ein Flieder holographisch Silber. Der ist so schön. Der sieht auch perfekt jetzt zu meinen Nägeln aus. Das ist einfach der Hammer. Ich hoffe, der sieht genauso gut aus im Swatch, wie er jetzt hier so aussieht. Wo ist eigentlich meine Kamera heute unterwegs? Das würde ich auch gerne mal wissen. Auf jeden Fall nicht bei mir. Richtig schön der Shift, siehst du das? So ein Silber-Flieder-Blau. Und der andere Shine-Stick ist auch unglaublich schön. Silver Moon heißt er. Der wird wahrscheinlich mehr noch ins Silberne gehen als der davor. Den setze ich dir mal hier hin. Das ist doch gigantisch, das Set, oder? Wow, jetzt aber auch nochmal alle miteinander im Vergleich. Also jedes Set steht da für sich und ist absolut traumhaft schön zusammengestellt. Es ist soweit, wir starten mit dem Augen-Make-up-Look. Ich möchte als erstes die Shade oder den Ton Stone nehmen und mein Auge damit vorbereiten auf den Lidschatten, der da kommt. Folie ist weg und ich nutze den Spiegel der Palette. Ich denke einfach, dass es eine schöne Base-Farbe ist, um dann, also um den hier als Transition-Shade zu nutzen,
um dann mit dem folgenden Lidschatten weitermachen zu können. So hast du eben halt so eine schöne Grundlage, wie so eine neue Leinwand, auf der dann das Gemälde entsteht. Ich packe mir den auch ruhig noch hier unten mit hin, an meinen unteren Wimpernkranz. Ich würde auch sagen, wir nehmen einen kleineren Pinsel jetzt für Earth. Earth ist das hier. Leichte Nuance wärmer, dunkler. Ja, ist auch sofort am Pinsel. Und den gebe ich mir in meine Lidfalte. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Also die Shades sind wirklich sehr einfach und ja, auch sofort da. Den Ton gebe ich mir jetzt auch noch an den unteren Wimpernkranz. Bis zur Mitte meines Lides, würde ich sagen. Das ging sehr einfach und hat mir deswegen auch viel Freude bereitet. Wir nehmen uns einen kleineren Pinsel, so ein, und gehen in den Ton Heritage, dieses Braun hier, und den, na, wer weiß es von euch, setze ich mir in den äußersten Winkel, um hier nochmal ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen. Und den Ton packe ich mir auch unten, wirklich nur ins äußere letzte Drittel. Das sind wunderschöne Grautöne und die erinnern mich wirklich sehr, sehr stark an die Huda Beauty Palette. Dieses Braun hat so einen leichten lila Touch drin. Dieser Ton Stone, einen gräulich-bläulichen Unterton sogar fast, also sehr kühl. Und das gefällt mir unglaublich gut. Krass, ja, also die drei Shades, die ich jetzt genommen habe, gefallen mir sehr gut. Jetzt möchte ich aber unbedingt weitermachen mit den Nabla Sticks. Und zwar nehme ich mir das Icy Moon Set und den Stick Silver Moon. Und den trage ich mir jetzt einfach auf. Habe mir einen Pinsel bereitgelegt, einen breiteren. Und den packe ich mir jetzt einfach erstmal hier so hin, den Ton. Und mit dem Pinsel gehe ich jetzt hier soft drüber. Und nach vorne hin möchte ich dieses funkelnde Everglow haben, auch aus dem gleichen Set, Icy Moon. Setzen wir das hier vorne hin, damit wir hier noch ein bisschen mehr Schimmer haben. Der hat auch relativ grobe Glitterpartikel mit drin. Hat dadurch etwas mehr Scheineffekt. Und den mittleren Ton, der ist ja doch wirklich sehr subtil, dieser Shine-Stick. Hat aber eine unfassbar schöne Farbe. Den kannst du dir natürlich jetzt noch ein bisschen poppen, rauspoppen. Oder du kannst ihn rauspoppen lassen, indem du zum Beispiel den Ton Aurora da jetzt noch drüber gibst. Das mache ich jetzt auch ganz, ganz leicht. Ich dippe da wirklich nur ganz kurz rein und packe mir den hier so leicht drüber. Aber wirklich nur ganz, ganz soft, weil ich den Ton nicht überdecken will. Das ist nur noch mal so ein kleiner extra, extra. Siehst du das? Perfekt. Genau das wollte ich erreichen. Und Aurora gebe ich mir jetzt auch ins Inner Corner, als Inner Corner Highlight. Da habe ich ja einen ganz feinen kleinen Pinsel gefunden. So sieht er aus. Nehme den Ton und packe ihn mir, wie angekündigt, in mein Inner Corner. Und dann hast du hier deinen fertigen Look. Reicht mir natürlich noch nicht, ne? Ich möchte noch ein bisschen mehr Smoky-Effekt haben. Dieser schwarze Kajal, den nehmen wir jetzt nochmal. Und geben uns den hier oben hin. Wie der malt, Leute. Das ist der absolute Shit, wirklich. Glaubt mir niemand. Ihr müsst die ausprobieren. Dann wisst ihr, was ich meine. Die sind der absolute Burner. Und um diesen schwarzen Kajal jetzt noch besser verschwinden zu lassen und smokiger, rauchiger zu gestalten, eignet sich natürlich jetzt perfekt noch der schwarze Ton aus der Palette Abyss. Ich nehme den feinen Pencilbrush, den ich eben schon hatte, für mein Inner Corner Highlight, gehe da ganz vorsichtig rein, gehe auch davon aus, dass der jetzt stark pigmentiert ist und gehe zum Teil auf meinen unteren Wimpernkranz drauf
um mir ein bisschen Cream-Kajal mit runterzunehmen und fahre eigentlich die ganze Zeit durch meine Wimpern so durch. Das ist, wie ich meine, so hin und her. Schau dir mal bitte den Unterschied an, wie das aussieht und wie das aussieht. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Eigentlich wollte ich diesen Schritt nicht mitfilmen, aber dann ist mir aufgefallen, ich nehme ja sonst immer MAC Lashes. Mache ich heute mal nicht, denn ich wollte euch die Waterproof Vicious Mascara von Nabla nicht vorenthalten. Mit dem skurrilen Pantherkopf. Auf jeden Fall trennt die unglaublich schön die Wimpern. Die hat eine ganz tolle kleine Bürste. Also damit kannst du sehr akkurat arbeiten am Auge. Sonst mag ich eigentlich größere Bürsten und auch so Faserbürsten. Aber die als Gummibürste macht einen guten Job. Und das wollte ich dir mal demonstrieren, weil ich glaube, du siehst sehr schön, wie aufgefächert und getrennt meine Wimpern sind. Und das mag ich. Es muss nicht so klumpig sein. Und das kann die Mascara eben halt. Und deswegen dachte ich eben gerade, Mensch, filme das ruhig mal mit. Weil sonst kennt ihr mich ja nur mit MAC Lashes. Aus guten Gründen, Leute, ich sag's euch. Du brauchst bloß ca. 10.000 Schichten. Und 5 Jahre später hast du dann das Ergebnis. Ist schon heftig, ne? Macht schöne Wimpern. Ich mag auch dieses Zusammenspiel der verschiedenen Farben, die wir hier heute verwendet haben. Das ist wirklich ein irre schöner, festlicher Look geworden. Gefällt mir echt super, super gut. Ja, jetzt fehlt nur noch ein bisschen Sweetness, Cuteness auf den Wangen. Dafür nehme ich meinen Nabla Freckle Maker, aber ich glaube, der ist schon seit 380.000 Jahren ausverkauft. Es gibt aber auch ein anderes Produkt. Ich weiß bloß nicht, ob Purish das aktuell noch führt. Das gab es aber mal bei Purish. Passt auf, mehr passiert hier nicht. Ja, das Produkt, Freck. Gibt es das noch bei Purish? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt die Mini-Variante. Den gibt es auch in groß. Der sieht so aus. So ein ganz kleiner, haariger Kumpel. Und der zaubert dir eigentlich genau das Gleiche. Ready. Es fehlt noch Blush, Freunde der Sonne. Und da habe ich ja 3 Blush-Sticks zugeschickt bekommen von Revolution. Das sind diese Jelly-Sticks. Jelly-Blush-Dinger. Jetzt bin ich am Hadern, welcher Ton jetzt hier passt. Ne? Das sind wirklich so eine richtig schönen Sticks zum Rausdrehen. Ich würde sagen, wir probieren die einfach mal aus. Oha, die sind wirklich sehr flüssig. Ich hätte gedacht, die sind nicht ganz so flüssig. Das ist jetzt der Ton Sherry. Der ist schon ganz schön auffällig. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt hier passen würde überhaupt. Das ist der Ton Strawberry. Aber leider riechen die nicht danach. Hätte ich mir, also ich persönlich hätte mir das gewünscht, dass die riechen. Strawberry, oha. Strawberry ist auf jeden Fall richtig hart pink. Also Pigmentation is there. That is peach. Jetzt habt ihr hier aber mal einen, ah ja doch, komm. Wir haben uns entschieden, oder? Also fangen wir mit Sherry an. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie der jetzt funktioniert, ja. Und nicht, dass der mir die ganze Base jetzt hier zerschießt, aber ich muss es jetzt probieren. Ich setze den mir hier einfach drauf und verteile mir den. Okay, er lässt sich nicht verteilen. Du musst wirklich schnell sein, glaube ich. Siehst du das? Wie ein Eichhörnchen. Und am besten, ich mache mir meinen Pinsel, den ich gerade genommen habe, mal ein bisschen nass. Ich glaube, dann geht es besser. Ich probiere es nochmal. Ja, dann geht's. Dann geht es sogar sehr gut. Ja, ist eine schöne Farbe. Fetzt. Ich hätte mir jetzt natürlich gewünscht, dass der nicht sofort so stampt und einfacher zu verteilen ist, aber ist okay. Ja, die Farbabgabe ist heftig, ja. Da müsst ihr wirklich gut vorsichtig mit sein mit diesen Sticks hier. Aber so vom... Ja, siehst du das? Der ist wirklich schön. Der passt richtig gut dazu. Vielen Dank. Das war jetzt eine schnelle Nummer. Aber man muss auch schnell sein. Ihr habt gesehen, warum. Okay, wir nähern uns dem Ende. Es gibt mehrere Optionen für eure Lippen, die ich euch jetzt kurz zeigen möchte, denn ich liebe diese Velvet Couture Liquid Lipsticks von LH Cosmetics und ich glaube zu wissen, auch gesehen zu haben, dass die im Sale sind. Einmal hätten wir hier Orange Red als richtiges Pop of Color dazu, passt aber eben halt durch diesen Rot-Touch auch zur Holiday Season irgendwo, ne? Nougat, das ist ein absoluter Bestseller von mir.
Der eignet sich für den Alltag, der eignet sich für Herbst, Winter, der eignet sich jetzt aber auch für einen festlichen Look. Weil ihr dann auf den Augen es mehr poppen lassen könnt oder mehr Highlighter und dann zurückhaltend auf den Lippen seid mit dieser Farbe. Der absolute Shit, aber ich habe einen gefunden, einen Mesauda Cult Lipstick in 208 Temptation. Let's get ready. Habt ihr gesehen, wie einfach der Auftrag war? Fühlt sich an wie ein Kissen auf den Lippen. Unglaublich angenehm. Ich mag auch die Verpackung von dem Lipstick. Das ist so ein magnetischer Verschluss. Eine Look. Es fehlt aber natürlich noch Highlighter. Goldener Highlighter. Denn wir wollen ja diesem festlichen Look jetzt auch noch gerecht werden im Abgang. Ich suche ihn bloß gerade. Ich finde ihn nicht. Eben gerade lag er hier noch. Jetzt ist er weg. Aha, hier ist er. Mein liebster Highlighter-Pinsel, der Nabla-Besen, natürlich. Und LH Cosmetics Infinity Highlighter. Da ist er. Und den setzen wir uns jetzt noch zum krönenden Abschluss auf meine Highlighter-Stellen. Das ist ein Highlighter, der mit der Haut verschmilzt und dir einen schönen, soften Glow schenkt und keinen Glitzerstreifen hinterlässt. Den kannst du also auch, ohne Angst zu haben, unter die höchste Stelle deiner Augenbraue packen. Okay, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos angekommen. Und ich muss sagen, mit so einem, ja doch, glamourösen, schönen Look hätte ich jetzt hier heute nicht gerechnet. Hat mich echt von den Socken gehauen. Auch die Performance der einzelnen Produkte zusammen auf dem Auge hat wunderbar funktioniert, ohne dass irgendwas patchy geworden ist, weil ich habe ja nun doch Creamsticks benutzt irgendwo. Aber auch matte Lidschatten und nichts davon hat sich irgendwie komisch abgesetzt. Es ist eine wunderschöne Einheit geworden. Außerdem mag ich das auch mal ganz gerne mit meinen getuschten Wimpern. Mir fällt gerade auf, ich habe den unteren Wimpernkranz vergessen. Kann mal passieren. Und was mich auf jeden Fall positiv überrascht hat, sind diese Jelly Blush Sticks gewesen. Ich habe sie hier schon in meine Nähe gepackt. Den habe ich ja heute genommen. Also, wow. Hätte ich nicht gedacht, dass der so cool sitzt und performt. Ich könnte mir den auch sehr schön vorstellen als Lippenfarbe. Ja, die anderen beiden, die haben mir auch sehr gut gefallen. Aber dann doch eher für den Sommer. Und von diesem Set brauche ich nicht nochmal anfangen. Das habt ihr gemerkt, ich habe alle drei Farben benutzt. Nabla Lippenöle unbedingt angucken. Und wenn du so ein Treatment für die Nacht brauchst für deine Lippen, finde ich super süß einfach. Genau, Mesauda hat mich nicht enttäuscht, weder der Lippenstift noch die Palette. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, mal wieder zu irgendwelchen alten Favoriten zu greifen, den Look nachzuschminken mit Produkten, die du schon zu Hause hast. Ansonsten wünsche ich dir natürlich trotzdem fröhliches Shoppen, falls du dir irgendwas aussuchen willst. Mach das sehr gerne. Mit dem Link unten kannst du mich unterstützen. Du brauchst keine Codes für die Black Week-Kampagnen bei Purish. Aber da hast du eben halt die Möglichkeit, mich zu unterstützen, wenn du den Link anklickst, darüber kaufst, dann erhalte ich darüber eine Provision, worüber ich dir natürlich sehr dankbar bin. Genau. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von dieser Woche. Wann auch immer du das Video sehen wirst, wir sehen uns ganz bald wieder. Und bis dahin, mach dir eine schöne vorweihnachtliche Zeit vielleicht schon. Bleib gesund und munter, das ist das Wichtigste, oder? Und lass mich unbedingt noch wissen, wie dir die Performance der Produkte gefällt, wie dir der Look generell gefällt. Und ja, alles, was dich noch so beschäftigt, sehr gerne in den Kommentaren. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Bis ganz bald, macht's gut.